Haben Sie Kopfweh oder fühlen Sie sich heute etwas energielos? Das könnte am Föhn liegen und der bringt uns diese Woche frühlingshafte Temperaturen. Willkommen beim Wetter. Oh, heute war es schon ungewöhnlich mild. 15 Grad hatten wir da in der Steiermark und auch in Tirol, in Vorarlberg, in Feldkirch waren es sogar 18 Grad. Und auch morgen begleitet er uns. Im Westen ist es da zum Teil sehr stürmisch. Richtung Osten wird es ruhiger am Vormittag. Da hält sich im Flachland vor allem der Nebel. Später wechseln Sonne und Wolken einander ab. Und je nach Sonne, Nebel und Wolken variieren noch die Temperaturen zwischen 4 und 16 Grad. Überdurchschnittlich mild sind auch die nächsten Tage. Am Mittwoch, das wird die Kopie vom Dienstag, am Donnerstag und am Freitag gesellen sich da auch ein paar Regenwolken dazu. Vor allem bei Ihnen im Süden. Wie geht es danach weiter? Das zeigt uns hier der 15-Tage-Trend für Salzburg. Und hier sehen wir, dass dieses frühlingshafte Wetter im Dezember auch in die Verlängerung geht. Am Wochenende gehen die Temperaturen zwar etwas zurück und trotzdem bleiben wir hier im überdurchschnittlichen Bereich. Wie es derzeit aussieht, bleiben uns diese Temperaturen dann auch bis zum Jahreswechsel erhalten. Von einem Kälteeinbruch in der Luft ist also derzeit nichts in Sicht. Hier bei uns folgt jetzt die 20 mit Jürgen Pettinger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend mit dem Programm von 1.